rausspringt. Dann sieht man erstmal Leute, die kann uns attackieren. Müssen wir schießen. Der kommt jetzt rüber. Getroffen. Okay, getroffen. Okay, getroffen. Yeah. Oh, gut. Bei Banzai! Ja! Very, very good! Ja, das war eine spannende Geschichte. Viel gefahren sind wir ja. Laufen teilweise und es hat nie geklappt. Heute war es dann endlich soweit, 15.17 Uhr. Und dann habe ich so auf 150 Meter geschossen, dreimal. Aber es sind alle drei Schuss drauf. Dann wäre es dann nicht mehr weggegangen. Ja, es war letzte Minute. Morgen fliegen wir aus dem Camp. Das Wetter schön. Ja, das Wetter ein großen Weidmannsdank an die Mannschaft. Ja. An dich. Und auch Weidmanns Dank an dich, Maxim. Du hast immer gesagt, wir schießen einen Bären. Naja, dann haben wir jetzt. Haben wir einen geschossen. Genau. Er hatte unheimlich starke Tatzen und auch starken Kopf. Also vom Schädel muss er nicht schlecht sein. Aber vom hinten ist er so abgemagert und irgendwie wie rasiert. Ja. Also das wäre schade natürlich, aber jeder Bär ist anders. Ja. Und das ist ein super Bär. Wir haben da auf die Spuren geschaut. Das war schöne Erlebnisse hier in Kamtschatka auf Hadutka. Und Walter hat da so viel Geduld gehabt und endlich hat seinen Bär. Weidmannsheil, Walter. Ja, Weidmannsdank. Super.